locker, aber ja, wenn man dran denkt, was bevorsteht, dann ist natürlich was Besonderes. Was erwarten Sie von dem Spiel, jetzt wo es immer näher kommt? Jetzt glaube ich, im Kopf ist die Vorbereitung soweit abgeschlossen. Ja, wir sind natürlich alle darauf fokussiert, haben noch zwei Trainingseinheiten. Und ja, wir denken, wir wissen, was auf uns zukommt. Inter wird natürlich defensiv sehr gut stehen, aber wir werden natürlich versuchen, da die Lücke zu finden. Es sind nur noch einige Stunden. Wie schläft man vor so einem wichtigen Spiel? Tief und fest und vor allem gut. Luca Toni hat gesagt, dass er Inter die Daumen drückt. Wie ist das in der Mannschaft angekommen? Das ist noch gar nicht angekommen. Ehrlich gesagt, ich höre das zum ersten Mal und ich denke nicht, dass das irgendjemanden aus der Mannschaft... Freuen Sie sich auf das Duell mit Lindsay? Ja, was heißt freuen? Ich denke, da sind viele internationale Spieler dabei. Und natürlich hat Lucio eine Geschichte beim FC Bayern, aber das berührt mich persönlich jetzt nicht, sondern ich freue mich einfach auf ein Champions-League-Finale und es ist natürlich ein einmaliges Erlebnis. Danke.